Hey und herzlich willkommen zurück hier zum Wir rennen alle auf einer Stelle rum Simulator, weil das trainiert die Beinmuskeln und wir wollen ja ein bisschen fitter werden. So, nee, wir sind natürlich in Path of Exile und wurde eine einmalige Zurücksetzung aller passiven Fertigkeiten gewährt. Hey, cool. Das will ich aber gar nicht. Ich bin erstmal so, dass ich hier noch so ein bisschen rumprobieren kann, möchte, wie auch immer. So Geschick brauche ich nicht. Das interessiert keinen. Intelligenz. Wir wollten hier irgendwo. Hatten wir hier Leute? Feuerschaden. Elemente. Elemente sind natürlich auch geil. Ich möchte aber das hier haben. Kreaturen haben Chaoswiderstand und maximale Zombies und sowas. Das finde ich nämlich nicht schlecht. Dafür müssen wir uns jetzt aber, glaube ich, Geschicklichkeit holen. Aber das ist ja kein Problem. Ja, komm. Nimmst du dir die Möglichkeit, deine passiven Fertigkeiten zurückzusetzen? Ja, komm, mein Gott. Es ist ein Spiel, meine Freunde. Und wenn ich da nochmal ernsthaft nochmal spielen möchte, dann wird sich da schon ein neuer Charakter finden. Keine Ahnung. Und das dann vielleicht nochmal richtig machen oder so. Man kann zwar viel falsch skillen, aber ja, meine Güte. Im Moment bin ich ja nicht, ich sag mal, hochaktiv hier irgendwelche Seasons zu spielen oder so, ne? Ist halt einfach so. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht. Und ich finde dieses System hier cool. Ich finde auch, das sieht gut aus, also das Spiel. Viele mögen diesen Stil ja auch nicht, also gerade von den Diablo-Spielern. Ich finde den Stil von Diablo auch schöner, muss ich sagen. Aber ich finde das hier auch nicht hässlich einfach. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. So, hier sind schon wieder blaue. So, die Leichenexplosion haut aber auch richtig rein, ne? So, wir können hier versuchen nochmal. Achso, den Hammer kriegen wir so oder so nicht mit. Okay. Hat sich das auch erledigt. Wir können aber schon mal ein bisschen weiterlaufen, ne? Das schadet ja nicht. Also ich mag es, als Necromancer hier rumzulaufen, wenn wir unsere ganzen Leichen haben, die für uns kämpfen. Und ich werde in der nächsten Season jetzt auch erstmal Necromancer anfangen. Ich habe jetzt ja eine Zeit lang nicht Diablo gespielt, ein paar Wochen sogar richtig. Also ich habe es einfach liegen gelassen, weil die Luft halt auch einfach raus war. Und jetzt möchte ich mir zum Season-Start aber Necromancer machen. Und ich lasse es mir einfach so ein bisschen darauf zukommen, ob ich da jetzt Lust habe, länger zu spielen oder nicht so länger. Das kommt auch so mit auf die Mitspieler drauf an und so. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ja auch einfach mal rein. Da müssen wir ja irgendwie auch hin. Hier zum Westwald. Stand da irgendwo. Habe ich gelesen. So. Hier ist es schon dunkel, ne? Also wir sind durch ein Tor gegangen. Und es ist gleich komplett anders hier. Wie heißt der Schmerzwang? Ich habe gerade irgendwas mit Schwangeren gelesen. Und ich dachte mir so, was? So, ihr könnt ruhig alle herkommen. Meine Zombies sind bereit. Seuchenmaske, ey. Das sieht ja auch geil aus. Quarzzauberstab hochwertig. Okay. Jetzt muss ich aber mal die Seidenweste hier lassen. Und jetzt kann ich die Stammeskeule noch mitnehmen. Und wir können jetzt eine Portalrolle benutzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir so lila Sachen haben, wie dieser Typ, der es hier auch übertrieben hat, der glaube ich diese 400 Euro ausgegeben hat oder so. So. Was wollte ich machen? Verkaufen. Das können wir bei dem hier glaube ich schon machen, ne? Ja, Mann. Okay, wir können erstmal gucken. Wir haben ja hier so eine Seuchenmaske. Warte mal. Da. Ausgerüstet haben wir die links, ne? Ja. So. Maximales Leben erhöht Seltenheit gefundener Gegenstände, beschleunigte Betäubungs- und Blockerholung. Okay, ich finde die Intelligenz und die Treffgenauigkeit und reflektiert Schaden
eigentlich besser. Deswegen behalten wir das so. Hier habe ich ja schon überall jetzt was Besseres, ne? Okay, einen Köcher haben wir jetzt sowieso nicht, aber hey. So, ich wollte mir den Zauberstab mal angucken. Der sieht echt nicht schlecht aus. Ich würde den auch gerne hoch aufwerten. Aber ich weiß gar nicht. Neue zufällige Eigenschaft. Ach so, hier haben wir die Seile. Schleifstein. Verbessert die Qualität einer Rüstung. Verändert die Farben der Fassung eines Gegenstandes. Ja, warum nicht? Ich glaube, so aufwerten können wir das aber gar nicht, oder? Erhöht Zauberschaden. So. Fügt Zaubern 1 bis 4 Feuerschaden hinzu. Erhöhter physischer Schaden. Machen unsere Skelette physischen Schaden? Ich glaube schon, oder? Das macht halt auch einfach mehr Schaden irgendwie, ne? Dieser schwere Quarzstab. Weil das, was wir hier drin haben, wir haben es mit dem Treibholzstab verglichen, oder? Der sieht nicht sehr sinnvoll aus. So. Ich denke, wir können uns da mal ruhig aufwerten. Wir können ihn ja trotzdem behalten. So. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir da mehr hinzukriegen. Derzeit ausgerüstet. Okay, Moment. Hat keinen Platz für zusätzliche Modifikationen. Na, alles klar. Und ich nehme mal den kurz. Ob wir da jetzt mehr hinzukriegen. Ist nicht magisch. Hey, ja, Entschuldigungsspiel. Es war ja nur so eine Idee. Wir können es hier ausprobieren. Aber der hat auch schon 2, ne? Wobei der hat einen dazu gekriegt. Oder? Ach, keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, wir verkaufen das einfach. So, wenn wir das nämlich schon können, Gegenstände verkaufen. Halt. Das war schon wieder der falsche Knopf. Ey, man sollte nicht 100 Spiele gleichzeitig spielen, ne? Das ist keine gute Idee. Und bei jedem ist irgendwie die Tastenbelegung anders. Das habe ich gefühlt ständig. So, den können wir ja auch verkaufen. Weg damit. Brauchen wir nicht. So. Oh, was ist das? Ach, wir können die hier aufwerten. Mensch. Wer hat das gedacht? Wir können ja noch einen grünen einsetzen. Haben wir einen grünen? Unterstützt Zauber oder Angriffe, die mit Bögen oder Zauberstäben ausgeführt werden. Wird eine Falle geworfen. Ist ja auch blöd, ne? Leichen nahe des Zielortes explodieren, verursachen Schaden in einem kleinen Bereich. Explosiver Tod. Aber das ist wieder so ein aktives Ding, ne? Auch blöd. Naja, was soll's. Oh, wobei, wir haben jetzt das hier noch, ne? Wir könnten. Wir haben doch hier dieses Ding, warte mal. Die Färbungssphäre. Die Rot brauche ich nicht. Blau brauche ich. Ja, nice. Das ist ein guter Plan. Da können wir das nämlich schon mal ausrüsten. Und die Seile können wir hier hinpacken. Ich frage mich echt, welche Taste das hier war. Kompendium. Gott. Warte mal, steht das hier noch? Tresore, Flächen, Truhe. Fläschchen. Vergessene Meister. Okay. Ja, die armen vergessenen Meister, Mensch. Gut, wir gehen wieder in den Westwald. Ist ein guter Plan. Mal einen Schluck Energy hier. Ah, schon besser.
Komm, wir nehmen das jetzt einfach auf. So, ich muss mir hier mal wieder neue Freunde holen. Ich habe ja keine echten Freunde, deswegen erschaffe ich mir einfach welche. Das ist ja kein Problem, solange hier Leichen rumliegen. Kann man das mal machen. So, tötet Alira. Die Gewölbe der Weberin. Sieht aus wie so eine Art Dungeon. Vielleicht. Aber es sieht echt cool hier aus. Also, das muss man jetzt mal echt sagen, ne? Dass sie überall spinnen. Nee, es sind so Kakerlaken oder so. Eine Kiste. Steht in jedem guten, mysteriösen Weber-Gebäude rum von Spinnen. Diese netten Kisten. Ich liebe die Leichenexplosion einfach. Aber ich möchte mal so richtige Gegnergruppen haben. Dann hat die noch nicht mal was Sinnvolles fallen gelassen, diese Spinne, ey. Nee. Einmal mit Profis hier. Naja, immerhin eine schöne Ebene. Ist auch langsam mal ein bisschen was anderes als das, was wir so aus dem ersten Akt kennen. Aber gut, Akt 2 kann auch ein bisschen anders aussehen als Akt 1, ne? Sind Diablo ja auch so, da sieht Akt 1 auch immer recht ähnlich aus. Bin übrigens sehr gespannt, wie es mit Wolsen weitergeht. Das habe ich jetzt ja auch mal gespielt. So im Vergleich, dass ja das nächste namhafte wäre, was man so mit Diablo vergleicht, neben Path of Exile. Und Wolsen ist ja schon echt geil, ne? Also gestreamt hatte ich ja mal ein bisschen. Wisst ihr ja vielleicht oder auch nicht. Ist ja auch egal. Und das sieht schon wirklich geil aus. Also, wenn die das als Diablo 4 verkauft, oder wenn das Diablo 4 wäre, boah, mega. Guck mal, ich schenke euch noch ein paar Skelette, die mit euch hier rumstehen. Und mein Mana hier juckt das einfach nicht. Ob das so ist, oder in China fällt ein Sack Reis um, egal. Enormes Lebensfläschchen. Ich glaube, das können wir uns mal gönnen, oder? Ich glaube, so ein enormes haben wir nicht. So, der Kreaturenschaden hat sich auch aufgewertet. Enormes Mana-Fläschchen. Das können wir, glaube ich, auch mal gebrauchen. Okay. Gehen wir doch mal ins Inventory. Wir haben das hier. Schmeißen wir auch einfach weg. Enormes Lebensfläschchen. Eine Truhe. Knorriger Ast, hochwertig. Damit kann man richtige Buden bauen. Ich sag euch das. Oh, Level up. Und noch ein Quarz-Zauberstab. Sehr schön. So. Raserei. Irgendwie mehr Angriffsgeschwindigkeit oder so habe ich gelesen. Aber meine Kreaturen können wir erstmal hier boosten. Das machen wir nämlich jetzt auch. Ich meine, mehr Leben kann ja nicht schaden, ne? Und dass ich dann auch bald 5 beschwören kann, kann natürlich auch nicht schaden. Oh, der Spalt da. Das klingt jetzt richtig pervers. Aber egal, wir nehmen das mal mit. So, meine süßen Skelettis, die machen das hier schon. Hey, noch eine Sackgasse, toll. Da kriegt man ja richtig ein Diablo-Gefühl. Wie in Diablo, Mensch.
Oh, da kommt die Monsterspinne. Eisenzangen. Wow. Ey, die hat ja echt nichts gemacht, diese Spinne. Ich meine, ich bin einfach zu geizig, hier alle, keine Ahnung, 8 Skelette oder was wir da beschwören können, zu beschwören. Weil das ja irgendwie keinen Sinn macht. Das Nest der Weberin, da gehen wir jetzt rein. Oh mein Gott. So, nebenbei auch mal wieder ein paar Leichen beleben, ne? Also 6 können wir beleben, beleben übrigens. Also beschwören. Das ist wie Araneae. Erst hatten wir Skelettkönigin und... Oh, was Grünes! Mali... Nice. Cool. Ey. Maligaro liebte seine Werkzeuge und er duldete großen Schmerz, um sie unerträglich scharf zu erhalten. Wenig was genau. Den Spalter, aber der bringt uns ja nichts. Eibengeistschild. Wow, toll. Nehmen wir aber den Quarzzauberstab. Den wir uns, glaube ich, hier mal aneignen könnten. Vielleicht. Okay. Gut. Ist da was? Wir haben ja ein paar Portalrollen. Und benutzen die jetzt auch mal. So. Dann nehmen wir noch so ein paar Handschuhe mit. Und wir haben bestimmt noch irgendwas Kleines. Hier so ein Lebensfläschchen. Hier, das Ziegenhorn passt hier schon nicht mehr. Lassen wir das Lebensfläschchen mal hier. Nehmen die Bauernschärpe mit. Und dann können wir das Lebensfläschchen nämlich hier hinpacken. So. Und dann werde ich doch jetzt mal... Ja, ist ja okay. Ich möchte nämlich verkaufen. So. Okay. Dann lassen wir es doch mal voll labern. Okay. Dir sonst noch jemand eine Quest? Hier er. Dieser Speer. Unterstützung Elementarfokus. Unterstützt Angriffs- oder Zauberfertigkeiten, die Schaden verursachen. Okay. Wirkungsbereichsfertigkeiten. Kreaturenfertigkeiten. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Wir nehmen das hier. Auf Wiedersehen, mein Freund. So. Haben wir denn noch irgendwo Platz? Ich glaube nicht. Ja, dann warten wir einfach. Aber wir haben den ja, glaube ich, schon einmal irgendwo eingeführt, oder? Aber der hier ist besser. Ja, wir nehmen erstmal den. Und den behalten wir. Keine Ahnung, was wir jetzt mit diesem Ding da machen sollen. Ich habe hier so ein langes, spitzes Ding in meinem Inventar. Wo soll ich damit jetzt hin? Reiß nach zerspörende Brücke, genau. Kammer der Sünden. Ja, soll ich den Speer jetzt erstmal behalten oder was? Nicht, dass ich den in die Truhe packe und dann brauche ich den gar nicht. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. So, wenn wir nämlich schon mal hier sind, würde ich jetzt auch hier alles einsammeln. Werde jetzt mal zum Anfang zurücklatschen und unterwegs noch einsammeln, was ich liegen gelassen habe, weil so ein paar Sachen liegen jetzt ja hier noch. Werde mich dann gleich nochmal zurück teleportieren. So, irgendeinen Zauberstab kann ich bestimmt noch aufnehmen. So, das Zurückteleportieren und so, und bis ich wieder beim Anfang bin, das mache ich dann gleich mal schnell offscreen. Das ist ja kein Problem. So. Dann sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit schau und bis zum nächsten Part.